Guten Morgen, liebe Freunde der Scambaiterei. Es ist Sonntag und daher Zeit für ein etwas längeres Video, in dem ich mir eine spezielle Betrügerfirma zur Brust genommen habe. Ich bin der Callcenter-Crasher und wünsche euch viel Spaß damit, denn natürlich geht's nach dem Intro los. Ja, bitte? Hallo, Herr Meier? Ja. Schönen Tag, ich rufe Anita Meier. Ich bin Vertreterin im Investitionsprojekt. Bitte was? Ich verstehe Sie leider sehr schlecht. Es ist sehr laut bei Ihnen. Ja, okay, ich wiederhole. Ich bin Vertreterin im Investitionsprojekt. Sie Ihre Daten herunterlassen, stimmt das? Ich weiß ja nicht, von welches Projekt Sie vertreten. Das haben Sie ja gar nicht gesagt. Es ist Bitcoin-Projekt. Ja, gut, mag durchaus sein. Okay, können wir ein bisschen unterhalten mit Ihnen? Haben Sie jetzt ein paar Minuten Freizeit oder nein? Freizeit? Ja, ich habe Zeit zu telefonieren, oh, richtig. Okay. Okay, wunderbar. Sehen Sie, es geht um Trading, ja, es geht um passive Einkommen über Finanzmarkt. Verstanden Sie es? Verstanden Sie es? Ich habe es verstanden, ja. Okay, wunderbar. Dann möchte ich fragen Ihnen, vielleicht Sie etwas gehört über Finanzmarkt oder nein? Vielleicht was gelesen? Es ist sehr laut bei Ihnen, ich verstehe Sie kaum. Mhm, können Sie ein bisschen für Ruhe sorgen? Es ist sehr laut bei Ihnen. Naja, haben Sie vielleicht WhatsApp oder Telegram? Bitte, was habe ich? Benutzen Sie vielleicht WhatsApp oder Telegram? Nein. Mhm. Okay. Okay, alles verstanden. Und jetzt, Sie hören mich nicht gut, ja? Wie, ich weiß nicht, wie Sie mich, warum Sie sich nicht hören. Ich höre Sie nicht gut. Weil ich höre Sie gut. Ja, ich höre Sie gut. Aber Sie hören mich schlecht, ja? Ach, lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Ich höre Sie schlecht, weil es sehr laut bei Ihnen ist. Können Sie okay, da ein wenig ja, für Ruhe, können Sie da ein wenig für Ruhe sorgen, bitte? Okay, ja, natürlich, Sie können Sie anrufen zurück, aber ich kann Sie anrufen im Telegram oder am WhatsApp. Ich bin, wie ich Ihnen sagte, benutze ich kein Telegram und ich... Ja, ich höre es. Ja. Okay, kann ich vielleicht schreiben Ihnen eine Mailadresse? Und was wollen Sie mir schreiben? Ich habe ja bestimmt noch einige Fragen. Sollen wir das alles schriftlich machen? Okay, sehen Sie, Herr Meier. Ich möchte alles erzählen Sie, wie alles funktioniert, ja? Gut, dann erzählen Sie mal. Okay, aber Sie sagen mir, Sie hören mich nicht gut. Wenn es gerade ein bisschen leiser im Hintergrund ist, dann verstehe ich Sie auch. Trotz Ihres sehr mäßigen Deutsches. Und vor allem reden Sie doch nicht dauernd dazwischen. Sie haben mich etwas gefragt, ich antworte, dann warten Sie doch bitte die Antwort ab. Okay, Herr Meier, jetzt hören Sie mich gut oder nein? Es reicht, gerade soeben. Okay, jetzt ist Ruhe, ja? Ich sagte es doch gerade, es ist immer noch sehr laut, aber ich kann Sie einigermaßen verstehen. Haben Sie es jetzt verstanden? Okay, alles verstanden. Haben Sie kein Interesse, ja? Oder können Sie... Sie haben, glaube ich, gar nichts verstanden. Sprechen Sie nicht so gut Deutsch? Ja, natürlich, Sie wissen. Nee. Ich bin Ausländer. Ja, aber deswegen, Sie rufen in Deutschland an und sprechen gar nicht Deutsch. Ich habe nie gesagt, dass ich kein Interesse habe. Vielleicht sorgen Sie mal okay, dafür, dass sehen, es ruhig. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Warum lassen Sie mich denn nicht ausreden? Ist es so Usus bei Ihnen, dass Sie einfach die Kunden unterbrechen? Okay, Herr Meier, sehen Sie, ich möchte dann kommunizieren mit Ihnen, ja, aber Sie Was sagen möchten mich Sie? Dann unterhalten mit Ihnen. Welches Wort haben Sie da gerade? Kommunizieren? Dann reden mit Ihnen. Ja, dann reden Sie doch. Es ist wichtig, ja? Bitte? Sie möchten dann kommunizieren, oder nein? Sie möchten dann reden. Es heißt, das heißt nicht kommunizieren, das heißt kommunizieren. Okay, gut. Also,
Dann reden Sie doch. Stellen Sie Ihr Projekt mal vor, Ihre Firma. Okay, kann ich jetzt zurück anrufen oder nein? Wieso? Ich hab sie doch jetzt gerade am Telefon. Okay, warten Sie kurz. Warten Sie kurz. Worauf warten? Eine Sekunde bitte. Worauf warten bitte? Hallo. Hallo. Ja, warten Sie kurz. Warum? Worauf soll ich denn warten? Bitte warten Sie kurz, okay? Worauf soll ich warten? Hallo. Ja, bitte? Hallo? Wer ist da? Hallo, Herr Meier. Herr Meier? Ja. Warum haben Sie denn aufgelegt? Ich glaube, das Verbindung war so abgebrochen. Bitte um Entschuldigung. Also, wie mein Kollege hat gesagt, sie hat ein Interesse an zusätzlichen passiven Einkommen, bitte, ja? Was bitte? Ich verstehe Sie kaum. Sie reden so schlecht Deutsch. Ich verstehe Sie kaum. Ich glaube, Sie haben mich schon verstanden. Bitte was? Sie hat gesagt, Sie haben Ihre Daten hinterlassen nach zusätzlichen passiven Einkommen. Ja, und? Auf den Finanz. Ich bin Account Managerin hier und ich helfe Ihnen, die Handelskonto maximieren. Okay? Maximieren. Mein Handelskonto. Aktivieren. Ach, aktivieren. Sie sagten gerade maximieren. Aktivieren. Ist das lustig? Was ist daran lustig? Ja. Ja, was ist daran lustig, habe ich gefragt. Also auf unserer Seite, wir arbeiten am Finanzmarkt und wir sind Analytiker. Bitte was? Wer arbeitet da? Mit auf dem Finanzmarkt. Wir haben Analytiker gearbeitet, ja? Und von unserer Seite. Sie haben eine sehr schlechte Verbindung, ich verstehe Sie kaum. Eine Weile bitte. Das waren die ersten beiden Anrufe, bei denen man mich bat, eine Weile zu warten, um dann sang- und klanglos einfach aufzulegen. Die nächsten Anrufe kamen eine Woche später, alle an einem Tag. Hört euch an, ob die dann professioneller waren. Ja, bitte. Hallo, ja, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Kai Winters. Ich bin der Finanzexperte aus dem Finanzmarkt. Aus welchem Finanzmarkt? Ich bin der leitende Finanzexperte der Brokerfirma und ich habe gesehen, dass Sie bei uns eine Welcher Anfrage... Welcher Brokerfirma? Also unsere Brokerfirma heißt Cyber Capital. Mhm. Ja, und ich habe Sie angerufen, weil ich gesehen habe, also dass Sie eine Anfrage bezüglich des passiven Einkommens auf unserer Webseite hinterlassen haben. Und ich habe Sie angerufen, um Ihnen also zu erklären, wie das alles funktioniert und wie Sie zusammen mit uns also den Profit am Finanzmarkt machen können. Ja, gut. Dann erklären Sie mal. Ja, also, wie gesagt, es gibt ein Handelskonto bzw. Kundenkonto. Sie aktivieren dieses Handelskonto mit der Mindesteinlage. Also, das bedeutet, dass Sie also für den Handel mit den Finanzinstrumenten eine Anlage von... also, wir haben die Optionen, dass der Kunde also mindestens 250 Euro anlegen soll, um die Probezeit mit uns von 2 Wochen zu bekommen. Also dann haben Sie, dass Sie nach der Einzahlung eine Probezeit von 2 Wochen mit uns haben. Innerhalb von diesen 2 Wochen werden Sie sehen, wie groß der Profit ist, den Sie am Finanzmarkt machen können. Dann also, ist es ja keine Probezeit. Was ist denn daran ja, Probezeit? Probezeit, ja, damit wir gemeint, dass die Probezeit ist einfach, ja, wie gesagt, wir versichern Ihre Mindesteinlage. Das heißt, dass Sie, wenn etwas nicht erfolgreich
passiert, dann können Sie diese Summe sich ruhig auszahlen. Wir haben eine Option für Versicherung. Welche Versicherung aber ist das? Also wir als Brokerfirma versichern Ihr Kapital, das Sie bei uns anlegen. Das heißt, dass wenn also wir sogar also irgendwelche Verluste ja, wie gesagt, zu verzeichnen können, also dass wenn wir sehen, dass etwas nicht zugunsten des Kunden passiert, dann geben wir dem Kunden eine Möglichkeit, diese Anlage zurückzuziehen, also zurückzuzahlen. Also der Kunde kann diesen Betrag, welchen er bei uns angelegt hatte, also ruhig auszahlen, ja. Ja, und welche Versicherungsgesellschaft versichert sowas? Ja, wir selbst versichern das. Also wir haben, das ist eine Option unserer Zusammenarbeit. Also keine Versicherungsgesellschaft. Das ist mein Angebot. Ja, das ist unser Angebot. Wie gesagt, wir als Brokerfirma versichern Ihre Anlage. Also wie gesagt, wir garantieren Ihnen, dass Ihre Anlage bei uns sicher bleibt, auch wenn es am Finanzmarkt zu Verlusten kommen kann. Das heißt, dass die Kursschwankungen nicht in Richtung des Kundens gehen können. Also ja, und dann das heißt, dass wir Ihnen dann das melden und Sie können also diesen Betrag sich auszahlen. Okay. Wie gesagt, unsere Firma heißt Cyber Capital und also wie gesagt, wenn Sie mit uns eine Zusammenarbeit starten, dann bekommen Sie einen Finanzexperten. Der Finanzexperte wird mit Ihnen per WhatsApp kommunizieren und wird Ihnen dabei die Empfehlungen geben, wie Sie erfolgreich die Handelspositionen öffnen. Ich möchte mal gerne Ihre... Zwei Wochen. Ja. Hallo? Ja. Ich würde gerne mal Ihre Webseite hören. Sie sagten Cyber, wie heißt das Ding? Cyber Capital. Einen Moment, ich werde Ihnen an Ihre E-Mail-Adresse Erstmal werden Sie mir sagen, ob das richtig ist. Cyber Capital, wie schreibt sich das bitte? Buchstabieren Sie das bitte. Ja, okay. Die erste Buchstabe ist wie Caroline zum Beispiel. ABC, also die dritte Buchstabe. Ja, Caroline wird mit K geschrieben. Ja, also ich habe gesehen eine andere Schreibweise. Wie gesagt, deswegen sage ich Ihnen das. Also C wie Cäsar. Schreibweise. Ja, können wir sagen wie Cäsar. Ja, das können wir sagen. Okay. Und der zweite Buchstabe? Y. Gut, müssen wir jetzt jeden Buchstaben einzeln einfordern oder können Sie es einfach mal buchstabieren? Ja, dann ist einfach die dritte Buchstabe ist B, wie Bertha. Okay. Vierte Buchstabe ist E, wie Erich. Fünfte Buchstabe ist R, wie Römer zum Beispiel. Das dann ergibt das Wort Cyber. Ja, und weiter? Dann nochmals Cäsar, C wie Cäsar. Ja. Dann A wie Anton. Dann P wie zum Beispiel, wie Pommes frites zum Beispiel. Sie sprechen nicht so gut Deutsch, richtig? Ja, wie gesagt, ich bin der polnischen Abstammung. Soll ich Ihnen ehrlich sagen, ja. Ja, okay. Wie gesagt, meine Mutter wohnt in München und der Vater ist momentan in Danzig, wie gesagt, ja. Ja, und wie geht's dann jetzt weiter? A wie Anton, P wie Pommes frites, dann I wie, wie Iban zum Beispiel, ja. Dann T wie Theodor, dann wieder A wie Anton und dann L wie Löwe zum Beispiel. Und das ergibt das Wort Cyber Capital zusammengeschrieben. Okay. Und wie geht's dann weiter? .de? Sie können also .com einschreiben. Na also, geht doch. Ja, .com. Mhm. Okay, das ist Ihre Webseite. Mhm. Gut, dann erzählen Sie mal ein bisschen mehr über Ihre Firma.
Also ja, wie gesagt, wir sind Brokerfirma, wir sind daran interessiert, dass der Kunde mit uns zusammenarbeitet. Wir haben auch unsere Provision. Also wenn der Kunde einen Gewinn also aus seiner Mindesteinlage hat, dann werden wir auch unsere Provision erheben, die 2 bis 3% beträgt. Ja, wie gesagt, wir geben Ihnen das das Handelskonto. Zu diesem Handelskonto haben nur Sie den Zugang. Ja, wie gesagt, alles ist also sehr leicht gestaltet und ja, unsere Kunden haben keine Probleme mit dem Handhaben des Handelskontos, ja, wie Sie sagen. Mhm. So, jetzt bin ich. Ja, wie gesagt, und wir geben, und was noch interessant ist, dass Sie auch, also Sie können auch einen Roboter bekommen. Das ist ein automatisiertes Programm. Das bedeutet, dass wenn der Kunde nicht viel Zeit für sowas hat, dann können wir für den Kunden dieses automatisierte Programm einschalten. Und das Programm wird also ohne Ihre Beteiligung einfach kleine Positionen eröffnen aus Ihrem Kapital. Und Sie werden einfach dann sehen, wie Sie den Profit bekommen, ja. Wir haben einen Roboter und einen Finanzexperten. Der Finanzexperte ist ein Mensch, der mit Ihnen per WhatsApp kommuniziert, und Roboter ist ein automatisiertes Programm. Das bezweifle ich, dass der mit mir über WhatsApp kommuniziert. Nein, wir werden also der Finanzexperte, wenn Sie die Zusammenarbeit mit uns beginnen, der Finanzexperte wird mit Ihnen dann weiter, wenn Sie also die Mindesteinlage bei uns machen, dann wird der Finanzexperte mit Ihnen weiter per WhatsApp kommunizieren. Und das bezweifle ich. Warum? Wir werden Ihnen einen erfahrenen Menschen geben, das ist Experte. Er wird Ihnen sagen, wie Sie erfolgreich die Handelspositionen eröffnen. Ja, aber ich habe kein WhatsApp. Dann werden Sie uns sagen, auf welche Weise Ihnen bequem ist, mit diesem Experten zu sprechen. Sie können mit ihm auch per Telefon sprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Sie kein WhatsApp haben, dann werden wir mit Ihnen das so einrichten, dass der Experte mit Ihnen per Telefon kommunizieren wird. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. So, und weiter? Ja, also wie gesagt, Sie bekommen dann die Probezeit von 2 Wochen, und dann werden Sie also innerhalb diesen 2 Wochen sehen, welchen Profit Sie aus dieser Mindesteinlage von 250 Euro bekommen können. Beziehungsweise werden Sie auch eine Erfahrung bekommen, weil der Experte kann Ihnen sowas wie Schulung geben. Sie bekommen dann auch einfach eine Erfahrung auf diesem Gebiet, sodass Sie später überhaupt ohne uns am Finanzmarkt arbeiten können. Nö, ich will ja investieren, ich möchte ja nicht selber traden. Ja, wie gesagt, gut, ja, also weil es gibt die Kunden, die einfach investieren und dann bekommen sie eine Erfahrung, Schulung, sie kennen sich besser damit aus und dann beginnen sie selbst am Finanzmarkt. Nö, das möchte ich ja gar nicht, dafür habe ich gar keine Zeit. Ja, deswegen haben wir für solche Leute, die keine Zeit haben, deswegen haben wir solche Leute, also die Option von Roboter, das ist ein automatisiertes Programm. Welches Programm? Das ist ein automatisiertes Programm. Dieses Programm wird selbstständig die Handelspositionen eröffnen. Wie nennt sich dieses Programm? Also das ist ein Roboter, wie gesagt. Ja, Programm? Ist das der... Metatrader? Nein. Ich würde sagen, das ist sowas wie Kunstintelligenz. Ja, würde ich sowas nennen. Also das ist Kunstintelligenz. Und das hat keinen Namen? Dieses Programm hat keinen Namen? Ja, das ist also Ausarbeitung unserer Firma. Das ist das, was wir erarbeitet haben. Aber es muss doch Programm einen Namen haben. Ja, wir nennen das einfach ein Roboter. Ja, das ist ein Roboter, würde ich sagen, wenn Sie zum Beispiel bei Ihrer Bank, also bei Ihrer Hausbank, nicht mit dem Angestellten sprechen, sondern zuerst die automatisierten Antworten von dem Roboter bekommen, dann, ja, das ist das Gleiche, würde ich sagen.
Das ist also künstliche Intelligenz, würde ich da sowas nennen. Wir haben ja ehrlich gesagt keinen Namen für sowas. Ach so, okay. Normalerweise hat sowas immer einen Namen. Ja. Nein, also das ist unsere, also das ist unsere Erarbeitung. Wir haben das innerhalb von bestimmter Zeit sowas gemacht. Speziell für den Kunden, also der nicht besonders viel Zeit für den Handel an der Online-Börse hat. Ja, normalerweise kenne ich Broker so, dass die für mich handeln. Ein Broker, der für, wenn ich etwas investiere, dann wird der Broker für mich handeln. Ja, und das, keine künstliche Intelligenz. Ja, gut, wenn. Ja, also in Ihrer Sprache können Sie diesen Roboter auch Broker nennen. Also das ist der Broker. Nein, ja. Ein Broker ist aber ja was anderes als eine künstliche Intelligenz. Das ist ja zwei verschiedene Dinge. Gut, aber der Finanzexperte, wir können den Finanzexperten, diesen Menschen, den wir also Ihnen geben, man kann diesen Menschen auch den Broker nennen. Aber das ist nur einfach der Finanzexperte, der Ihnen, also der Sie anschreibt oder anruft und sagt Ihnen, hallo, guten Tag, Sie sollen heute also die Handelsposition eröffnen, weil also zum Beispiel Kursschwankungen bei Bitcoin besonders günstig nach oben gehen würde. Also das ist der Broker. Ja, der Broker handelt für mich und ich rufe nicht an, ich soll irgendwas selber handeln. Der Broker handelt für mich. Das ist der Job eines Brokers. Also wir haben also solche Optionen. Wir haben diesen Experten und wir haben diesen Roboter. Aber ja, der Roboter aber ist der nicht Broker, ein Mensch, das ist ein Programm. Ja, der Broker handelt für mich und sagt mir nicht, ruft mich nicht an und sagt, ich soll selber handeln. Der Broker handelt für mich. Der hat Zugriff auf mein Geld, auf mein Konto und kann dann handeln. Und je nachdem, wie gut er handelt, habe ich meinen Gewinn. Gut. Das ist das Investitionen. So? Gut, wenn Sie das so möchten, kann ich das also so also mit meinen Kollegen besprechen, dass wir für Sie auch solche Optionen also machen können. Wir werden einfach, also zum Beispiel ich oder mein Kollege wird für Sie diese Handelsposition eröffnen. Kein Problem, wir können auch so machen. Okay, gut. Also alles, also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Der Kunde kann auf jeden Fall also für unsere Möglichkeiten sich anpassen. Das ist kein Problem überhaupt. Wie war das bitte? Der Kunde kann sich für Ihre Möglichkeiten anpassen? Nicht der Kunde muss sich anpassen, der Broker passt sich an. Der Kunde kann also für unsere Optionen sich anpassen, würde ich sagen. Nein, es ist umgekehrt. Der Broker passt sich nach meinen Wünschen an. Und nicht der Kunde passt sich an. Ja, okay, gut. Ja, weil der Kunde hat immer recht, ja. Er hat nicht immer recht, aber er ist der Geldgeber. Das heißt, ja, der Broker Fall. Arbeitet so, wie es der Kunde verlangt. Okay. Ja. Und nicht also umgekehrt. Sie verlangen, dass wir, ja, also wenn Sie verlangen, dass wir mit Ihrer Mindesteinlage die Handelsposition eröffnen und Ihnen dann einfach die Gewinne zeigen, dann können wir das so machen. Ja gut. Was ist Ihre Mindesteinlage? Also unsere Mindesteinlage beträgt 250 Euro. Mhm. Gut, okay. Und mit was kann ich alles handeln bei Ihnen? Also Sie handeln mit Rohstoffen, mit Währungen, mit Finanzinstrumenten. Ja, das sind ja alles Finanzinstrumente. Also ich einfach also führe die Finanzinstrumenten an. Also es gibt Rohstoffe, es gibt Aktien. Es gibt Kryptowährungen. Sie können mit solchen Sachen bei uns handeln. Okay. Kann ich bei Ihnen Aktien kaufen? Ja, ich glaube ja. Ja, Sie können ja. Okay. Welche Aktien möchten Sie bei uns kaufen? Ja, das habe ich ja noch nicht festgelegt. Ja, okay. Können Sie mir da irgendwie eine Information erstmal schicken? Gut, mein Moment, werde ich auf Richtigkeit Ihre E-Mail-Adresse überprüfen. Also Ihre E-Mail-Adresse ist maya123, also @mailbox.org. Ist das richtig? Das ist richtig. Gut, ich werde Ihnen dann also die Informationen an diese E-Mail-Adresse schicken und dann
Ja, wir können also weiterhin per E-Mail kommunizieren. Ich warte jetzt mal auf die E-Mail erstmal. Ja. Ja, wir können so lange am Telefon bleiben, bitte, falls ich noch andere Fragen habe. Ja. Okay, gut. Ja, ich werde Ihnen dann also einen Brief mit den weiteren Informationen nochmal also zuschicken an Ihre E-Mail-Adresse. Okay. Ja, ich warte am Telefon. Können Sie jetzt schicken? Ich bleibe am Telefon, falls ich noch weitere Fragen habe. Okay, aber ich soll zunächst also diesen Brief verfassen. Also ich werde Ihnen ja... Dauert das so lange bei Ihnen, einen einfachen Brief zu verfassen? Ja, also ich will also... Okay, aber ich werde Ihnen die gleiche Information, die wir davor per Telefon besprochen haben. Also ich werde Ihnen einfach das Gleiche zu schicken, aber gut. Ja, das ist ja... Ich möchte ja noch ein bisschen mehr wissen. Also, okay. Dann nächste Frage ist, wie kann ich mein Geld zu Ihnen transferieren? Also wir geben Ihnen einfach die Bankdaten. Sie machen einfach eine Überweisung oder Sie können einfach über den Link, das ist schneller, das ist wie Echtzeitüberweisung. Sie können das also über die Bankdaten. Die Bankdaten, das wäre sinnvoll. Die können mir dann Ihre Firmen-IBAN senden, bitte. Ja, gut. Dann werde ich Ihnen zusammen mit Informationen die Bankdaten zuschicken. Ja, gut, aber das kann ja nun nicht so lange dauern. Wenn ich Sie jetzt gerade am Telefon habe, vielleicht... Hallo, darf ich bitte mal ausreden? Darf ich bitte mal ausreden? Ja, ich bin hier. Ja, okay. Ja, gut. Mal ohne dazwischen zu reden. Ich warte jetzt hier am Telefon, bis Sie mir die Bankdaten geschickt haben. Dann werden sich vielleicht noch andere Fragen ergeben, auf die ich dann direkt von Ihnen eine Antwort haben möchte. Ist das soweit verständlich? Ja, können wir machen. Okay. Gut. Hallo, sind Sie hier? Ja, natürlich. Hallo. Ich würde Sie fragen, welche Bank benutzen Sie? Also, ich habe verschiedene Banken. Ich habe verschiedene. Das brauche ich ja nicht. Ich kann ja mir... Okay, gut. Sie benutzen die verschiedenen Banken. Okay, gut. Ja, alles klar. Gut. Okay. Hallo, ja, sind Sie hier? Ja. Herr Mayer, ja, also wie gesagt, ich werde Ihnen jetzt die Bankdaten übersenden, aber das wird ungefähr 10 Minuten Zeit also in Anspruch nehmen. Warum? Ungefähr. Weil also wir sollen für Sie die Bankdaten vorbereiten. Das sind also die Einzelheiten unserer Firma. Wir entschuldigen uns also für die Wartezeit, aber das ist so. Wir werden Ihnen die Bankdaten nach 10 Minuten übersenden.
Ja gut, aber ich habe ja eventuell noch Fragen. Ja, also Sie können die Fragen jetzt stellen. Die Fragen hängen ja davon ab, was ich für Bankdaten bekomme. Und da ich die noch nicht Das habe, werden die, ja, das dann rufen also Sie die mich doch einfachen einfach, sobald Bankdaten. Sie, rufen Sie mich doch einfach nochmal an, wenn Sie die Also, Bankdaten gut. gesendet haben. Okay, alles klar. Die Bankdaten werden wir an Ihre E-Mail-Adresse senden und dann werde ich danach Sie nochmals anrufen. Genau, Nachdem so Sie, machen nach, wir nachdem das. ich also den Brief. Ja, okay, gut, alles klar. Dann bis dann. Bis dann. Ja, bis dann. Hallo? Ja, wie vereint, also hier bin ich nochmals, Kai Winters, wie vereinbart, melde ich mich bei Ihnen nochmals. Also ich habe Ihnen soeben einen Brief zugeschickt. Da ist noch nichts da. Bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang, muss auf jeden Fall angekommen sein. Nein, ist noch nichts da. Merkwürdig. Nö, ist noch keine E-Mail da. Bei mir wird angezeigt, dass E-Mail rausgesendet wurde. Ja, aber es ist noch nichts angekommen, das sage ich Ihnen doch. An welche E-Mail-Adresse haben Sie es denn gesendet? Also Meier 123, dann gmail.com. Nein, das stimmt Nein, nicht. mailbox.org. Ja, richtig. Mailbox.org, ja. Einen Richtig. Moment, ich überprüfe nochmals. Nein, also da, bei mir also ist alles richtig, ja. Ja, aber Schau es mal ist ja noch nichts angekommen. nach. Also Maya 123 at mailbox.org. Richtig. Aber es ist keine E-Mail angekommen. Okay, einen Moment. Benutzen Sie vielleicht, okay, WhatsApp benutzen Sie nicht. Sie haben mir das bereits gesagt, ja? Und Richtig. vielleicht benutzen Sie Telegram oder sowas? Nein. Okay. Also die Kommunikation kann also nur über E-Mail verlaufen. Okay. Ja. Dann warten wir mal. Also vielleicht wird mein Brief also ankommen. Das hoffe ich doch. Ist eigentlich selten, ja, wie gesagt, ist eigentlich seltsam, dass mein Brief noch nicht angekommen ist. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. Andere E-Mails erhalte ich. Okay, einen Moment. Ich habe also eine Idee. Also können Sie mich per E-Mail anschreiben? Ich werde Ihnen jetzt also meine E-Mail-Adresse sagen und probieren Sie einfach an mich einen Brief zu senden. Ja, kann ich machen. Und dann werde ich einfach, also ja, also wie gesagt, Kai.Winters, klein geschrieben. Augenblick, Augenblick, ich muss erstmal an die Tastatur. Versuchen wir das also auf die andere Weise zu machen. So, wie schreibt sich Ihre E-Mail-Adresse? Also klein geschrieben Kai.Winters. Kai mit AY oder mit Ja. AI? Mit AI, ja. Ja, weil Sie eben auf Y auch sagten, AI, ja. Also Ja, Kai okay. und weiter. Ja, dann Punkt. Dann Winters. Winters mit S Ja, am Winters. Ende. Ja, mit S am Ende, dann at. Ja. Dann Cyber Capital. Das, was ich Ihnen also vorhin also durchgesagt habe. Also Cyber Capital, dann Punkt LTD. Ach, dort nicht kommen? Sie hatten vorhin gesagt, kommen. Nein, das ist also die Endung von meiner Arbeits-E-Mail-Adresse. Okay. Gut, dann muss ich da Ja, mal. versuchen Sie an diese E-Mail-Adresse einen Brief zu schicken. Zum Beispiel schicken Sie mir einfach Hallo, dann werden wir sehen, ob Ihr Brief von Ihrer Seite bei mir ankommt. Ja, da muss ich mich mal einloggen. Moment. Ja. Lalalala. Was ist denn bei Ihnen da los? Was war denn da los bei Ihnen? Ja, also das sind meine Kollegen. Warum machen die so einen Krach? Ziehen Sie um oder? Nein, einfach.
Sie sind lustig einfach. Ach, sie sind lustig, okay. Ja, sie amüsieren sich auf dem beim Arbeitsplatz. Naja, sehr lustig. Nein. Ja, versuchen Sie einen Brief an mich zu senden. Ja, momentan, Moment, Augenblick bitte. Vielleicht wird etwas ankommen. Hier ist noch nichts angekommen, aber... Ja, sehe ich. Sie sehen, dass das bei mir noch nichts angekommen ist? Verstehe ich nicht. Wie können Sie denn das ja, sehen? Weil ich Benachrichtigung bekomme, jedes Mal, wenn jemand also meinen Brief öffnet, dann bekomme ich also sofort eine Benachrichtigung und ja, ich habe diese Benachrichtigung nicht verärgert bekommen, dass jemand meinen Brief also geöffnet hat. Ja. Das sehe ich ja. Ja. Haben Sie den Brief rausgeschickt? Nein, Augenblick. So, habe ich rausgeschickt. Haben Sie vielleicht eine andere E-Mail-Adresse? Nö, ich habe nur die eine. Also nur, okay. Nein, bei mir ist nichts angekommen auch. Ja, dann liegt zwar irgendwas bei Ihnen am System. Vielleicht haben wir irgendwelche technischen Probleme. Das wird es sein, weil ich kann E-Mails versenden und ich kann E-Mails empfangen. Nur Ihre E-Mail ist nicht angekommen. Okay, einmal, ich werde dann jetzt also mal nachfragen und dann melde ich bei Ihnen nochmals dann. Ich werde mal nachfragen bei dem IT-Fachmann werde ich also nachfragen, woran das liegt, dass Sie also keinen Brief von mir bekommen haben. Dann werde ich Sie nochmals dann anrufen, ja. Okay, dann bis dann, ja. Okay, bis dann. Ja, bis dann. Ja, also ich habe Ihnen diesen Brief zugeschickt. Hier werden wir jetzt mit Ihnen alle Punkte durchgehen. Also Sie sehen, dass da auf diesen Betrag eine Gebühr anfällt, also von 30 Euro. Warum? Und diese Gebühr werden wir also Ihnen also dann kompensieren. Das ist einfach unsere Besonderheit bei den Überweisungen auf unser Handelskontos. Aber wie gesagt, wir werden diese Summe innerhalb von ein paar Tagen auf Ihrem Handelskonto, das Sie bei uns eröffnen, ja, werden wir diese Summe kompensieren. Das ist eine Gebühr, die für solche Überweisung anfällt. Also und die wird, bei wem fällt die denn an? Seite Von wo aus also, fällt die denn an? Also wie gesagt, wir werden diese Gebühr Ihnen kompensieren. Die Frage war nicht, ob Sie kompensieren, sondern von wo aus fällt diese Gebühr an? Wer erstellt diese Gebühr? Ja. Das ist also eine Überweisung auf diese Banknummer. Die wird erhoben. Von wem? Also die wird also von der Bank des also Landes erhoben? Nee. Nein. Also das ist die Sie überweisen, schauen Sie mal, Sie überweisen das Geld auf die Banknummer, also das ist Malta. Ich weiß. Also und bei dieser Überweisung wird diese Gebühr anfallen. Von wem denn aus? Malta erhebt keine Gebühren für Überweisungen. Aber bei uns ist das also ein übliches, bei uns wird also diese Gebühr erhoben. Also erheben Sie eine Gebühr und nicht die Bank. Ja. Also ist es nicht die Bank, die die Gebühr erhebt, sondern Sie, Ihre Firma erhebt die Gebühr. Wofür? Das ist also die Einzelheit, wie wir mit den Kunden zusammenarbeiten. Schon, na gut. Okay. Aber wir werden Ihnen das Geld einfach auf jeden Fall wieder auf Ihr Handelskonto einzahlen. Gut. Wie gesagt, ich entschuldige
vor Ihnen, dass wir also diese Gebühr erheben, aber ja. Gut, die nächste Frage ist, wo ist denn der Sitz Ihrer Firma? Also wir sind in den Niederlanden registriert. Ja, in den Niederlanden sind Sie registriert? Ja, ja. Und haben eine Bank auf Malta und rufen mit einer Telefonnummer aus Österreich an. Ja, das stimmt. Können Sie mir das erklären? Ja, also wie gesagt, die Bank von Malta benutzen wir, weil wir also ein internationales Unternehmen sind. Und wir sind in Dann könnten Sie auch eine Bank in den Niederlanden benutzen. Ja, aber wenn Sie wollen, also können wir für Sie also die anderen Bankdaten vorbereiten. Ja, welche wären das? Deutsche Bankdaten? Einen Moment, ich werde das klären, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Also wie gesagt, wir richten uns also nach den Wünschen des Kunden, wie ich bereits gesagt hatte. Also. Ja, haben Sie deutsche Bankdaten? Ich werde mal nachfragen. Einen Moment, okay? Ja. Okay. Ihr habt ja gehört, dass es erst die Gebühren der Bank sind. Und als ich einfach behaupte, dass maltesische Banken keine Gebühren erheben, stammelte er sich zurecht, dass es die Gebühren der Firma sind. Klar, dass sie damit einfach die Überweisungssumme hochtreiben wollen, um dann zu behaupten, den Betrag zu kompensieren. Soll sich toll anhören, aber das Geld, was man überweist, ist weg. Da können die kompensieren, solange sie wollen. Nun machte man sich also auf die Suche nach Bankdaten aus Deutschland oder aus den Niederlanden, wo die ja ihren Firmensitz haben. Schon seltsam, dass man nach solchen Daten suchen muss. Da sich etwas aus den Fingern zu saugen wohl etwas zu aufwendig war, legte der überforderte Betrüger erstmal auf, aber so ganz hatte man die Hoffnung auf reiche Beute wohl noch nicht aufgegeben und so rief man einfach nochmal an. Die nächsten Anrufe waren aber geprägt von deren Unfähigkeit, eine stabile Telefonleitung zu basteln. Aber auch diese Anrufe erspare ich euch nicht. Hallo? 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 Wer ist denn da? Hallo? 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 Warum reden Sie denn nicht? Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Hallo? 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 Hallo, ich höre Sie nicht. Ich höre Sie nicht. Wer ist denn da bitte? Ich glaube, Ihre Telefonanlage ist kaputt. Reparieren Sie die mal. Ihr Telefon ist kaputt. Hallo? Wenn Sie es schon wieder sind, Ihr Telefon ist kaputt. Ich höre Sie nicht. Jetzt wird es völlig irre. Eine Firma aus den Niederlanden hat vielleicht ein niederländisches Konto, kann aber nicht firmenintern Gelder von einem Konto auf ein anderes Konto umbuchen. Der Gipfel der Idiotie ist, dass deren Webseite cybercapital.com aktuell zum Verkauf steht und keinerlei Inhalte bietet. Nun wird mir cybercapital.ltd genannt, deren Firmierung ja direkt auf England hinweist. Nun benötigte man wohl Zeit, um sich eine neue Taktik zu überlegen und schaltete 5 Minuten lang das Mikrofon aus. Das habe ich euch natürlich weggeschnitten. Dann kamen sie mit der dritten Webseite raus, die da heißt cybercapital.trade. Irgendwann war der Betrüger völlig nervös und überfordert und hat dann seine Kollegin abgegeben für das Finale. Also irgendwie, Sie müssen Ihr Telefon reparieren, das geht so nicht. Ah, Hören Sie mich jetzt? Jetzt höre ich was. Was ist denn los mit Ihrem Telefon? Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, etwas also bei mir also stimmte da nicht und ja, ich könnte Sie einfach nicht hören. Also, ich habe nachgefragt. Nein, also die Einzahlung auf dem Handelskonto funktioniert nur über die maltesischen Bankdaten. Ja, gut, aber Sie... Ihnen keine deutschen Bankdaten zur Verfügung stellen. Ja, gut, aber Sie müssten ja als niederländische Firma ein Konto in den Niederlanden haben. Also, ja, ich habe nachgefragt,
also für die Einzahlung auf dem Handelskonto können wir Ihnen derzeit nur diese Bankdaten zur Verfügung stellen. Also des Weiteren habe ich Ihnen also auch die Adresse des Sitzes unseres Unternehmens zugeschickt. Ja, aber da müssen Sie jedoch ein Konto auch in den Niederlanden haben, oder nicht? Wenn Sie ja, ich habe, also ja, wie gesagt, speziell also für Sie habe ich da soeben nachgefragt. Nein, also Sie haben also kein Konto also in den Niederlanden. Erlauben, dass ich Ihnen, aber für die Einzahlung auf dem Brokerkonto können wir Ihnen solche niederländische Bankdaten nicht zur Verfügung stellen. Also leider. Es gibt nur die maltesischen Bankdaten zurzeit. Ja. Also haben Sie nur kein Konto in den Niederlanden? Nein, wir haben ein Konto in den Niederlanden, aber für Einzahlung auf dem Handelskonto, auf dem Brokerkonto, können wir Ihnen momentan nur diese Daten zur Verfügung stellen, die ich Ihnen eben zugeschickt habe. Nur das können das Sie geht ja, nur über diese Bankdaten. Das können Sie ja intern verbuchen. Geben Sie mir doch einfach das niederländische Konto und dann können Sie das intern in Ihrer Firma von Niederlande nach Malta umbuchen. Das ist das Einfachste. Ich glaube, wir werden also das dann einfach nicht schauen. Also wie gesagt, Sie werden das Geld auf jeden Fall sofort nach der Überweisung auf Ihrem Brokerkonto sehen. Also ja, ich glaube, Sie einfach also haben irgendwelche Ängste oder Zweifel. Nein, also ich versichere Ihnen, ich habe keine Angst. Sofort. Vor wem sollte ich denn Angst haben? Auf jeden Fall. Nein. Also ich glaube, Sie haben Zweifel, dass das Geld irgendwo also verloren geht. Ja, Ich habe Ihnen also alle Daten zugeschickt. Sie haben alle Daten von unserer Firma, haben ihr also Ihren also Ihnen auch den Sitz unserer Firma zugeschickt. Sie werden sofort nachdem das Geld bei diesen Bankdaten ankommt, werden Sie Ihr Geld auf Ihrem Handelskonto sehen. Und Sie werden also den Handel starten. Okay. Weil also eigentlich, aber ich versuchte für Sie alles Mögliche zu machen. Ich habe soeben extra bei der Geschäftsführung nachgefragt. Man hat mir doch gesagt, es gibt derzeit nur diese maltesische Bankdaten. Okay, gut. Nicht anders, leider. Sie hatten ja vorhin gesagt, ja. Ihre Firma heißt cybercapital.com, richtig? Ich sagte Ihnen, wie unsere Webseite heißt. Richtig, genau. Die habe ich versucht aufzurufen. Ja. Wissen Sie, was ich da sehe? Was sehe ich denn da? Ja, was sehen Sie da? Ja, das frage ich Sie. Was sieht man, wenn man Ihre Webseite aufmacht? Ein Moment, vielleicht gibt es also die Störung bei unserer Webseite. Ich werde das jetzt... Ja, dann schauen Sie mal. Einen Moment, entschuldigen Sie bitte, meinen Fehler. Ich werde Ihnen jetzt momentan den richtigen Link zu unserer Webseite zuschicken. Was sehen Sie denn, wenn Sie cybercapital.com eingeben? Ich sehe nichts, aber ich sehe also jetzt die richtige Adresse und meine Webseite. Wissen Sie, was ich sehe? Ja. Cybercapital.com steht zum Verkauf. Wie kommt es, dass Ihre Webseite zum Verkauf steht? Nein, also das ist mein Fehler. Ich werde Ihnen jetzt den richtigen Link schicken. Die Frage war, wie kann es sein, dass Ihre Webseite zum Verkauf steht? Das war meine Frage. Das ist, glaube ich, die falsche Webseite. Ich werde Ihnen jetzt die richtige Sie haben doch gesagt, cybercapital.com. Haben Sie gesagt. Okay, gut. Fehler mehr. Fehler. Ja, da habe ich etwas verwechselt. Ich kann Ihnen jetzt den richtigen Link zuschicken. Und das ist dann die cybercapital.ltd, richtig? Ja. Cybercapital.ltd. LTD ist eine Firmenfirmierung aus UK. Nein. Ein Moment. Hallo, sind Sie da? Ja.
Moment mal, ich werde mal nachfragen, was mit unserer Website momentan nicht stimmt. Also, einen Moment. Ja. Bitte warten Sie da in der Leitung. Ich bleibe in der Leitung. Hallo, jetzt hören Sie mich? Ja. Hallo Stefan, ja. Also ich habe Ihnen selber zugeschickt die Daten, sodass Sie auf die richtige Webseite jetzt reinkommen können. Also bitte sehen Sie mal in Ihrem Posteingang nach. Ich habe Ihnen also die Daten und den richtigen Link zur Webseite zugeschickt. Ja, noch. Bitte schauen Sie mal in Ihrem, also. Noch habe ich nichts hier drin. Ja, ich habe Ihnen ja als Antwort. Ich habe Ihnen diese Daten als die Antwort auf Ihren letzten Brief zugeschickt. Ja, Passwort ABC. Ja, Sie sollen jetzt das bekommen, einen Moment, ja. Weil, wie gesagt, die Briefe kommen heute mit Verspätung an, würde ich sagen. Mhm. Ja, ja, Moment mal. Cyber Capital. Ja, ja, und jetzt. Haben Sie diese Daten schon bekommen? Nein, habe ich nicht. Okay. Okay. Cyber. Noch immer ist nichts da. Hallo, ist Ihr Telefon schon wieder kaputt? Hallo. Hallo, ja, also Sie können eigentlich, also ich werde Ihnen einfach also sagen, was Sie eingeben sollen. Das werde schneller sein. Hallo, hören Sie mich, ja? Ja, ich höre Sie. Also Sie können einfach also ja im Suchfeld einfach cybercapital.trade eingeben. Versuchen wir so. Geben Sie bitte im Suchfeld des Browsers, also cybercapital.trade. Ja, Augenblick, mache ich mal gleich. Und da würden, ja, dann würden Sie einen grauen Hintergrund sehen und die Felder für E-Mail und Passwort dann. Mhm, Augenblick. So. Nein, das ist nicht das. Nein. Und dieses cybercapital.trade? Okay, gut. .trade, ja, aber Sie sollen noch also am Ende also den Schrägstrich, also Schrägstrich also angeben. Also Sie können HTTPS, dann also Doppelpunkt, zweimal Schrägstrich. Also, was denn nun? Zweimal Schrägstrich, dann cybercapital.trade und dann nochmal Schrägstrich. Mhm. Und dann also, glaube ich, würde dann also Sie die richtige Webseite sehen. Ja, ich habe dann, okay, mache ich gleich auf. Ich habe dann nochmal eine Frage. Ihre Plattform, sind Sie eine erfahrene Tradingform? Wie lange existiert Ihre Webseite oder Ihre Trading-Plattform denn schon? Also, wir sind ja am Finanzmarkt tätig, also ungefähr also 5 Jahre. Mhm. Ah ja, okay, gut. Und Sie sind ein Finanzdienstleister. Wo sind Sie denn reguliert? Ja, wie gesagt, Sie können. Nö, haben Sie ja noch nicht gesagt. Ja, ich habe Sie verstanden. Also, ja, Sie möchten also nachsehen, ob unsere also Tätigkeit von dem, also
Was denn nun? Stottern Sie doch mal nicht so rum. Meine ganz klare Frage, wo sind Sie reguliert? Ja, wie gesagt, ich kann Ihnen auch die Webseite zuschicken. Sie sollen mir einfach sagen, wo Sie reguliert sind. Einfach sagen. Wir sind bei BaFin also reguliert. Bei der BaFin? Als eine Firma aus den Niederlanden sind Sie bei der BaFin reguliert? Ja. Die BaFin ist nicht für die Niederlande zuständig, sondern nur für Deutschland. Aber wir haben auch einen Sitz in Deutschland. Ach, wo denn? Ich werde Ihnen später auch diese Informationen zuschicken. Nö, das können Sie mir einfach sagen. Okay, also BaFin, sagten Sie. Dann geben Sie mir mal bitte Ihre BaFin-ID. Einen Moment. Bleiben Sie bitte hier in der Leitung. Ja. Hallo, Herr Stefan? Nein, Stefan ist mein Vorname. Okay, Herr Mayer. Ja. Okay, wunderbar. Sie kommunizieren mit Laura Richter. Ich bin... Was sind Sie? Ich bin Vertreterin Finanzialabteilung und natürlich, ich möchte sagen Ihnen... unsere Unternehmen senden Ihnen alles Informationen. Ja, geben Sie mir doch einfach Ihre BaFin-ID. Geben Sie mir doch einfach... Hallo, lassen Sie mich bitte ausreden. Ich möchte einfach nur Ihre BaFin-ID wissen. Herr Mayer, bitte öffnen dieses Website. Welche Webseite? Okay. Schreiben... Welche wir senden Ihnen. Dann schreiben Sie bitte Mailadresse und Passwort. Okay. Ich möchte nicht Mailadresse, Passwort, hallo. Ich möchte erstmal wissen, wo Sie reguliert sind. Ihr Kollege hat gesagt, Sie sind reguliert. Lassen Sie bitte mich ausreden. Hallo, einfach mal zuhören. Ihr Kollege hat gesagt, Sie wären von der BaFin reguliert. Jetzt sollen Sie mir einfach nur mal Ihre BaFin-ID geben. Herr Mayer, öffnen Sie bitte Ihre Mailadresse. Unsere Unternehmen senden Sie alles Informationen. Okay? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Gut, aber ich habe noch eine Frage. Und das können Sie mir sicherlich beantworten. Wenn Sie mir dies hier schon nicht beantworten können. Ihr Kollege hat gesagt, Ihre Webseite ist 5 Jahre alt. Ihre Webseite... Ja, natürlich. Und was? Ja, das stimmt nicht. Ihre Cybercapital... Okay, aber Sie... Lassen Sie mich ausreden! Lassen Sie mich ausreden. Nein, Herr Mayer. Lassen Sie mich ausreden. Ich jetzt reden, bitte. Ich war noch am Reden. Hören Sie zu oder legen Sie gleich auf? Also, wollen Sie jetzt Geld mit mir verdienen oder nicht? Dann hören Sie zu. Herr Mayer, Sie sehen keine unsere Website. Hallo. Was sagen Sie? Hören Sie doch zu. Öffnen Sie bitte Ihre Mailadresse. Hören Sie doch einfach mal zu. Nein. Nein? Okay, nein. Dann legen Sie auf, Sie Betrüger. Sie sind ein fürchterlich dreckiger Betrüger. Ihre Webseite cybercapital.trade ist 52 Tage alt. In ihrem Footer, in Ihrer E-Mail wird Russisch geschrieben. Sie sind keine lizenzierte Firma. Sie sind ein fürchterlich dreckiger Betrüger. Na ja, und was sagen Sie dann mich? Ja, Hallo, was sagen Sie dann mich? Dass du ein Betrüger bist, eine Betrügerschlampe. Das sage ich. Richtig. Aber es ist nicht korrekt. Ist lustig, ne, Betrüger? Hat nicht geklappt, dein Betrug, ne? Kannst dich selbst nicht ernst nehmen, wie? Okay, Herr Mayer, sehen Sie bitte auf Ihre Mailadresse unserer Unternehmen, senden Sie alles Informationen, okay? Ja, ich habe alles gesehen. Ihre Adresse, die Sie angegeben ist, ist nicht Cybertrade. Ihre Adresse ist cyber.capital. Und das ist eine ganz andere Firma. Das ist nicht Ihre Firma. Sie sind ein fürchterlich schlechter Betrüger. Das ist Fakt.
Und ich habe Ihnen jede Menge Zeit gestohlen, in denen Sie keine andere Firma oder kein anderes Opfer betrügen konnten. Das ist Fakt und deswegen werde ich auch dieses Video wieder bei YouTube online stellen, um vor Ihrer Firma zu warnen. Sie können sich demnächst auf YouTube hören. Sie sehen diese Informationen über unser Unternehmen Kieber Capital, gell? Ach, Sie verstehen gar kein Deutsch, hä? Cyber Capital, Ihre Webseite, die Sie genannt haben, heißt... Und wollen Sie mich senden, mit dieses... Sie verstehen doch gar kein Deutsch. Sie lassen mich nicht ausreden, Sie sind ein Betrüger. Das ist festgestellt. Okay, wenn Sie sehen, unser Handelskonto, dann werden wir mal mit diesem unterhalten, okay? Was bitte? Der Unsinn. Können Sie Deutsch? Sie Ihre Mail-Adresse, sprechen Sie Deutsch? Bitte. Sprechen Sie ein wenig Deutsch? Ja, natürlich. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Nein, ich möchte nicht. Haben Sie nicht verstanden? Das ist mir klar. Freddy, lass mich mal. Das ist völlig klar, dass Sie mich nicht verstehen. Sie sprechen gar kein Deutsch. Die Webseite, auf die Sie hingewiesen haben in Amsterdam, das gehört einer ganz anderen Firma, nämlich Cyber.Capital. Ihre Firma ist Cyber Capital Trade oder CyberCapital.com. Das sind andere Seiten. Sie sind lizenziert, Sie sind eine Betrügerfirma. Sie schmücken sich mit fremden Federn. Ein ganz, ganz schlechter Betrüger. Ein ganz, ganz schlechter Betrüger. Haben Sie dazu noch was zu sagen? Möchten Sie noch irgendjemand grüßen auf YouTube? Sie haben jetzt die Möglichkeit, der Welt zu beweisen, dass Sie ein Betrüger sind. Ach, das haben wir ja schon bewiesen. Und, kommt noch was, Betrüger? Wir lachen dich aus, so schlecht wie du bist. Und wir haben dir jede Menge Zeit gespohlen. Jede Menge Zeit, in der du keinen anderen betrügen konntest. Okay, haben Sie vielleicht schlechte Erfahrungen in diesem Bereich? Oder was? Ja, mit Betrügern habe ich Erfahrung. Jede Menge. Genau, mit Betrügern wie Ihrer Plattform. Jede Menge Erfahrung. Ja, genau. Ganz YouTube lacht dich über Ihre Firma tot. Weil sie so schlecht sind. Okay, senden Sie mir bitte dieses Video, okay? Ich möchte sehen dieses Video. Sie können doch alles, Sie sind doch so schlau. Finden Sie es doch. Sind Sie doch nicht so schlau, ne? Mein Gott, sind Sie dumm. Schade. Oh, so dumm. Hat nicht geklappt, der Betrug. Oh, schade. Guck doch einfach. Genau. Was ist los? Ihr habt hier die Sprache verschlagen? Ja, da sagt sie nichts mehr. Da sagt sie nichts mehr. Schau. Hallo, Betrügerin. Was ist los? Bist du schon am Ende? Hat nicht geklappt? Schade, ne? Waren die dummen Deutschen wieder zu schlau für dich, ne? Es ist herrlich. Immer wieder die dummen Betrüger, die meinen, sie wären schlau. Okay, Herr Mayer, Sie haben schlechte Erfahrungen in diesem Bereich. Ja, mit Betrügern. Mit Betrügern wie dir. Genau, mit Betrügern wie dir. Du bist ein Betrüger. Okay. Ja, genau. Okay, sagen Sie mir bitte, warum Sie Ihre Daten herunterlassen? Warum ich was habe? Hosen nur runterlassen oder was? Nein, Sie Ihre Daten herunterladen, Sie haben Interesse, was Sie bekommen haben, aber was ist das? Natürlich, kann ich dir sagen. Kann ich dir sagen. Kann ich dir gerne sagen. Wenn du den Mund hältst, kann ich es dir gerne sagen. Möchtest du das hören? Warum ich das gemacht habe? Ja oder nein? Ja, du verstehst wieder nichts, ne? Weil du so gut Deutsch sprichst. Wenn ihr genau hingehört habt, dann war zu merken, dass die wirklich jede Ausrede ausprobieren. Und sei es die Story mit der Mutterfirma, über die man reguliert wäre oder deren Webseite man teile. Wie ich schon im Telefonat ansprach, war im Footer der E-Mail kyrillischer Text zu lesen. Logisch, ist ja bei E-Mails aus den Niederlanden immer so. Jedenfalls habe ich die originale Firma Cyber.Capital über den Diebstahl ihrer Identität zu ihren Lasten informiert. Was am Ende dabei übrig bleibt,
ist hoffentlich ein interessantes Sonntagsvideo für euch. Genießt also den Tag, habt nette Menschen um euch und bleibt in jedem Fall neugierig. Euer Callcenter-Crusher.